Hoffnung für Wildtiere. Im Wildtierkrankenhaus in Australien konnten zahlreiche Überlebende der Buschbrände behandelt werden und beginnen nun ihr neues Leben zurück in der Freiheit. Unser neuer Bericht zeigt, dass fast 3 Milliarden Tiere bei den Bränden starben oder aus ihrem Lebensraum vertrieben wurden. Die Zahl ist damit fast 3-mal so hoch wie Schätzungen aus dem Januar. Dank zahlreicher RetterInnen gab es trotzdem immer wieder Hoffnungsschimmer. Allein 150 Koalas kamen während der Buschfeuer in das Wildlife Hospital in Queensland. Aber auch Kängurus, Kletterbeutler, Gleitbeutler und andere Tiere brauchten Hilfe. So gab es rund 80 Neuankömmlinge pro Tag. Viele hatten starke Verbrennungen, litten an Dehydrierung und waren stark untergewichtig. Unermüdlich kämpfte das Personal um jedes einzelne Leben. Einige schafften es nicht. Für andere gab es ein Happy End und sie konnten wieder zurück nach Hause. There she goes. Dank eurer Hilfe konnten wir die Klinik in Queensland unterstützen und so vielen Tieren ein neues Leben schenken.